Bevor ich mich der Firma Immunotech in Kanada angeschlossen habe, war ich für fast 30 Jahre Leiter einer Abteilung am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und Professor für Immunologie und Zellbiologie an der Universität Heidelberg. Und im Verlauf der letzten 25 Jahre waren wir hauptsächlich interessiert an der Rolle von Radikalen, Sauerstoffradikalen und verwandten oxidativen Verbindungen in der Regulation von Immunzellen. Und in dem Kontext waren wir selbstverständlich auch interessiert an der Rolle von Glutathion, von dem bekannt war, dass es der Gegenspieler dieser Radikale in den Zellen ist. Es hat sich herausgestellt im Verlauf dieser Untersuchung, dass Immunzellen ihre immunologische Reaktivität sehr schnell verlieren, wenn sie auch nur geringfügig in ihrer Glutathionkonzentration absinken. Und wir haben weiterhin festgestellt, dass die Injektion von Glutathion in lebende Organismen unter bestimmten Bedingungen bestimmte immunologische Funktionen deutlich stärken kann und umgekehrt, dass in HIV-infizierten Patienten, die bekanntermaßen unter einem kompromittierten Immunsystem leiden, die intrazellulären Glutathion-Konzentrationen stark erniedrigt sind. Aus diesen Gründen haben wir schon frühzeitig 1988 empfohlen, diese Patienten mit einer Cysteinquelle zu behandeln, und wir haben in zwei klinischen Studien zeigen können, dass in der Tat Cysteinsupplementierung in HIV-infizierten Patienten die Funktion, bestimmte immunologische Funktion praktisch auf normale Werte rekonstituieren kann. Dies hat mich dazu geführt, natürlich auch ein cysteinreiches Protein als mögliche Cysteinquelle in Betracht zu ziehen. Und habe deshalb Kontakt mit der Firma Immunotech aufgenommen, die dieses cysteinreiche Protein namens Immunocal produziert. Und wir haben in Zusammenhang mit der Firma Immunotech und verschiedenen klinischen Partnern in Kanada dann sehr schnell die erste klinische Studie an fortgeschrittenen Lungenkrebspatienten durchgeführt. Hierbei ging es im Wesentlichen um die Wirkung von Immunocal auf die Cachexie, das heißt auf den massiven körperlichen Verfall dieser Patienten. Und die Studie war insofern erfolgreich, dass wir zeigen konnten, dass der körperliche Verfall praktisch umgekehrt werden konnte durch die Behandlung mit dem cysteinreichen Protein, während ein cysteinarmes Kontrollprotein eben diese den fortschreitenden körperlichen Verfall, die Cachexie, nicht aufheben oder gar umkehren konnte. Diese Studie ist inzwischen auch nicht nur ausgewertet, sondern auch publiziert worden in einer angesehenen wissenschaftlichen Zeitschrift.